Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Forest. Wir sind ein wenig am Schwimmen. Und da steht der Kollege, der uns in der letzten Folge am Ende nochmal ein bisschen nahe kam. Okay, die haben wahrscheinlich nicht gesehen, wie wir es handeln. Ich habe jetzt die große Klappe und gleich funktioniert das mit dem Bogen nicht mehr. Hopp. 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 So. So, dann nehmen wir uns mal unseren Bogen. Ah, okay. Okay, Burschis. Habe jetzt nicht zu viel versprochen. Na, kommt raus. Hallo. Ah, das sind die Großen. Die Großen, die sich hier wagen. So, dann versorge ich noch schön meinen See. Ey. Wo ist er denn? Gut, die beiden, ja, brennen da hinten noch rum. Aber wo ist er jetzt hin? Da. Da ist er ja. So, gesundheitlich, Energie fehlt. Achso, scheiße, ich hätte es schaffen müssen. Ach, Mann. Naja. Gut, haben wir wenigstens genug Power, um zur Hütte zu laufen, um zu schlafen? Ja, ja. Ich sage, wir haben genug Power, aber der kleine Knurrpott ist da irgendwie immer anderer Ansicht. Kennt man ja, Jammerlappen. Ja, mach dich hoch. So. Ne? Ich wollte eigentlich speichern, ja. Schlafen, Feuerzeug weg, dann unser Tauchgerät, halt unser Tauchgerät abgelegt. Schon mal die große Axt geschnappt. Oh, ist das noch düster. Wie ist das noch dunkel? Ach, trinken. Ja, gut. Was? Okay. Das ist echt mies mit diesen toten Bäumen. Dass sie dann tatsächlich mal vortäuschen, gesunde Bäume zu sein und dann Babens. Okay, dann geht's wieder los ans Fällen, wenn wir die anderen Bäume nicht mehr finden. Letzte Folge, wir wollten uns sie hier aus dem Teich holen, die da reingerollt waren. Aber es sind plötzlich keine Stämme mehr da. Beziehungsweise habe ich sie halt bei Nachttauchgängen nicht sehen können. Na, Fall. Phallus Popallus. Nummer 2. Hier ist wieder irgendwas im Wege, was ich nicht sehe. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie viele Stämme da jetzt noch fehlen. Alles Feuer brennt echt ewig. Ah, jetzt wird noch einer. Oh, Alter. Ja, tauch mal auf. Tauch auf. Da haben wir es an Stämmen da? Nee. Okay. Gleiches Spiel wie eben. Einfach. Lauf doch mal einfach mal das Feuer. Leute, was haltet ihr davon? Wäre schön, wenn man mal hören würde, wenn die ins Wasser springen.
Alter. Alter, Alter. Wie sind denn das, ey? Gut, da bin ich jetzt etwas unbedacht in die Situation reingesprungen. Das war ein Ding. Ah, ich wollte mal gucken, hier vorne bei dem Boot, ob da eventuell gegebenenfalls... Boot. Das hier? Boot. Das sind Seile. Es sind zwei Boote. Ah. Oh. Ist es einer von unseren oder hat der da. Ist das. Ich will es nicht wissen, was das ist. Aber bei den Booten selber sind jetzt keine. Ne, hier sind Seile. Aber keine Flaschen. Ich hatte gehofft, dass die Flaschen jetzt in der Nähe von den beiden Booten waren, aber auch nicht. Und dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein, weil die ja blau sind. Keine Ahnung, wo die lagen, ey. Scheiße. Das war auch mehr so ein Zufallstreffer, dass ich die gefunden habe, weil ich bin auch irgendwie so lang gegangen. So, oh, Flaschen. Cool. Voller Gier natürlich aufgenommen, aber den Platz nicht markiert. Idiot. Okay, momentan ist hier eh ruhig. Dann, ja, Zähne sammeln. Ach, na. Wozu? Wozu brauchen wir jetzt noch Zähne, wenn wir sowieso maximal 10 Stück an die Axt bauen können? Und nach jedem Neuladen, wenn wir die Axt schon beklebt haben, dann keine mehr dran pappen können. Also. Ist auch das Zähne sammeln jetzt hinfällig geworden? Und wo sind jetzt die anderen Baumstämme wieder hin? Was ist mit dieser blöden Maus los? Ich verstehe es nicht. Die ist echt sowas von... Keine Ahnung. Ach ja. Das ominöse Verschwinden von Baumstämmen. Und wir verschwinden ja nicht irgendwie nach dem... Ja, sofort weg. Einmal ein bisschen... unaufmerksam. So, das sind jetzt 3 oder wie viel? 2. Das war ein hoher Baum, also müsste jetzt hier noch einer rumliegen, aber hier liegt keiner. Und die sind jetzt also sehr weit weggerollt, wie es ausschaute. Ja, es ist... Oh, Alter. Ah, ich habe auch gerade gesehen, dass wir noch einen... Schildkrötenpanzer im Rucksack haben. Ah, noch nicht tauchen, Mann. Ich weiß gar nicht, ob man es gerade gehört hat, das Schaben.
Das Kratzen am Bart. Ja, und mehr liegen jetzt hier wirklich nicht rum. Mehr Stämme, die sind wirklich weg. Ja, zumindest den haben wir noch. Was, wie viel? 100. Gut, das sind wir ein paar große. Ich schaue nochmal, ob hier ein paar Stämme noch sind. Ja, dass die anderen da hinten hingerollt sind. Ja, okay, die holen wir jetzt uns da auch erstmal. Ich meine, das, was sie die ganze Zeit mit dem Bogen machen, sowas wünsche ich mir halt mit der Fackel machen zu können. Gut, wir haben jetzt noch keine Fackel, aber ich habe auch keine gebaut, weil die Fackeln eh nichts bringen, weil die gleich mal wieder ausgehen. Ach, dieses Atmungsgerät lasse ich jetzt auch mal auf. Schadet ja scheinbar nicht. Bist du nicht einer von denen, die uns gerade hier irgendwie so, du, genau? Ah, das ist der nächste. Das ist der nächste, mein Haus hakt. Scheiße. So, finde ich schon wieder eine verpasst bekommen. Und eigentlich sind die doch immer zu dritt. Und ich bin gespannt, ob wir unsere anderen Baumstämme wiederfinden. Ich weiß nicht, wo der war. Ach, da oben. Eine ganze Truppe. Okay. Also viele. Eins. Vier Stück noch. Und die machen... Okay. Ich dachte schon, die greifen nicht an. Die gehen? Die gehen? Einfach so? Ja gut. Überrascht mich jetzt ein bisschen. Dass die KI jetzt so drauf ist, halt, dass die sich dann in solchen Momenten dann halt verpissen. Ja, aber die anderen Baumstämme, die wir jetzt hier gesehen haben, oder sind die hier lang gerollt? Ich will erst jetzt wissen, ob die irgendwie wirklich weg sind oder ob ich die immer bloß übersehe. Hier ist nichts. Hier oben sowieso nicht. Ganz klar. Okay, da ist die Höhle. Da ist ein Stamm. Cool. Und da ist noch ein Stamm. Wo war der Stamm? Oh nein, ich hab den. Nein. Oh. Auftauchen können wir leider nicht. Wir müssen da jetzt so hintauchen.
Weil so viel Luft haben wir jetzt auch nicht mehr durch diese nächtliche Suchaktion nach Baumstämmen. Haben wir dann doch ein wenig zu viel Sauerstoff eingebüßt. Ja, aber ich denke mal, für die Folge reicht es noch. Ja, ich denke mal schon. Na, wo ist der Punkt? Da. Da habe ich doch eben schwer getrunken, verdammte Mist. Hoch. Ah. Ich habe jetzt auch viel Bock, die Hütte weiterzubauen, muss ich ehrlich sagen. Einfach hier vorne ein paar Bäume zu fällen, die dann die Stämme halt ins Wasser zu schmeißen. Obwohl, wenn man sie ins Wasser schmeißt, ja, vielleicht verschwinden sie deswegen auch so schnell. So, etwas Energie. Gut, fällig hier vor ein paar Stämme. Ein paar Bäume, meine ich. Ja, jetzt so direkt. Ja, ich fange mit dem hier an. So von der Grenze zum See doch ein bisschen. Hat, glaube ich, eine ganz gute Entfernung. Ohne dass wir die Optik am See halt beeinträchtigen. Weil ich mag es ja gerne, ganz gerne im Grünen. Ja, da mag es kaum glauben, obwohl ich hier so viele Bäume fälle, mag ich es im Grünen zu wohnen. Aber für mich ist es so ein. So, halt so die Mischung. Den See noch schön im. So. Den See noch schön im. Grün zu haben und dahinter halt alles so städtisch grau. Das gefällt mir gut. Ja, ich glaube, ich mach's mal so jetzt. Ja, wo ist die Hütte? Hä? Wo ist die Baustelle? Blind? Da. Ja, gegebenenfalls muss ich dann nochmal los, nochmal eine Gasflasche, eine Sauerstoffflasche holen und die. Hä? Wie ist denn der Akku von der Camp schon wieder leer? Ja, ich weiß. Das Wasser schmeckt beschissen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich meine, was da auch immer für Typen halt reinfallen. Und dann unten vor sich hingammeln. Aber es wurde uns doch keine Gesundheit abgezogen. Das ist schon mal ganz gut. Ich überlege auch gerade, was schneller geht. Ob wir jetzt hier. Jetzt hör auf zu essen! Nimm den Stamm, Arschloch! Oh Mann! So. Fass es nicht. Aber geht. Ja. Solange uns keine Gesundheit abgezogen wird, ist doch alles Tofte. So, wo mag der andere Stamm sein? Der vierte. Jetzt essen haben wir genug. Kein Hunger, kein Durst. Energie voll. Soweit sieht alles ganz gut aus. Ach, hier ist das Loch. Ist ja nur wirklich nicht weit. Aber dennoch sehe ich jetzt keinen weiteren Stamm hier rumliegen. Ist komisch. Liegt da was im Wasser? Ist da reingerollt? Nee. Ist
der Richtung Dorf gerollt vielleicht. Ah. So, ins Wasser springen können wir immer noch. Ich probiere jetzt einfach mal, ob's... Ja, ich glaube, es geht schon schneller, wenn wir hier hinten rumlaufen. Ob jetzt hier lang oder halt die andere Richtung. So, wir müssen hier das Feuer rennen. Und auf dem langen Weg, huch, auf dem längeren Weg gehen, anstatt zu schwimmen, aber es hat doch mehr Sinn. Huch. Wenn ich dann von hier aus dann die Hütte füttern kann. Oh geil, wir kriegen schon einen Teil von der Wand. Gut, dann nehme ich nochmal die... Ah, nicht das Ding. Die Axt, die Axt, die Axt, die Axt, die Axt. Was natürlich ganz übel wäre, wenn... beim Neupatch, beim Patchladen, wenn dann auf einmal die Hütte weg ist. Im Wasser. Schon so viele Bäume reingeknallt. Ich gucke schon mal in die Kamera, die hier aus ist. So viele Bäume da schon reingeknallt und dann wegen des neuen Patches werden alle angefangene Sachen gelöscht. Ah gut, das war irgendwas, was wir essen konnten. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, was es war. Nein, ich möchte nichts trinken. Ich möchte einfach nur hier was reinbauen. Okay, da blinkt es am Ufer. Okay, momentan sind keine... Ach, das waren wieder Zähne. Noch keine Eingeborenen wieder unterwegs. So, ein Stamm. Noch ein Stamm. Okay, wir sollten jetzt von da aus auch für den weiteren Steg die Stämme holen, weil das geht ja doch recht gut. Und hier haben wir jetzt auch fast ein Viertel voll. Aber die Sonne geht unter und deswegen gehe ich nach Hause. Ist mir dann doch etwas lieber. Obwohl, vielleicht sollte ich nochmal eine Sauerstoffflasche holen. Aber wo lagen die denn nochmal? Verdammt. Verdammt. Also jetzt nicht die, die ja auf dieser Wiese da lagen, sondern die anderen welchen. Hm. Nee, fällt mir jetzt nicht ein. Ah, ich wollte mal dieses ganze Gemüse hier unten weghauen, ne? Das könnten wir nochmal machen. Gut ist ja, dass wir jetzt... Das Gute ist ja, dass wir... Ja, kommt zu Kräften. Schütt eigentlich? Ja, doch, ein bisschen. Ein bisschen schon. Oh, und wieder mal vergessen, was ich sagen wollte. Juhu. Ist auch schon spät. Ich muss ins Bett und... Ich bin immer noch im Aufnehmen und ab nächstes Mal geht es auf jeden Fall mit dem neuen Patch weiter.
Wenn es denn Endergame zulässt und die den auch so haben, dass man ihn spielen kann. Ja, ich glaube, wichtiger ist, den hier wegzuhauen. Weil der uns, glaube ich, die Sicht verbaut. Oder richtig halt die Sicht verbaut. Achso, jetzt ist das mal wieder Schicht im Schacht. Es sind ja auch nur Eingeborene in der Nähe. Lass dir Zeit. Ja, die tun nichts, wenn man schwach drauf ist. Ja, genau. Ja, richtig. Und dann haut noch daneben. Ach, du bist schon so eine Marke, ey. Alter. Wie viele Schläge braucht man für so ein kleines Scheißding? Wie oft habe ich heute schon wieder Scheiße gesagt? Will ich doch gar nicht mehr so oft machen. So, dann haben wir das hier oben. Da hinten unser Feuer brennt noch. Aber ich denke mal, nach dem Neuladen, dann im neuen Patch wird das Feuer danach aus sein. Ich mag solche Feuer nicht, weil da habe ich immer so die Tendenz reinzulaufen. Aber was hatten wir in dieser Session alles so erlebt? Wir haben ein neues Toy gefunden. Wir wurden von einem Wildschwein gleich zu Anfang über den Haufen gerannt. Schön, das war ja kurz bevor wir da in der Höhle waren, wo es das Spielzeug gab. Ach was. Ja, ihr könnt hier ruhig Party machen, Leute. Mir ist es jetzt vollkommen egal. Ich gehe jetzt schlafen. Für mich wird es Zeit. Ja. Ist die Abschlussfolge wieder die längste geworden von allen. Jo, dann mal eben speichern. Das ist ganz wichtig. Das ist ja alles weg, was wir bislang geschafft haben. Und dann, dadurch, dass wir ein bisschen geschafft haben, bin ich eigentlich auch ganz froh. Und deswegen möchte ich das nicht. Und deswegen jetzt schlafen. Alter, was ist das denn? Ficken! Alter, was war das? Boah, nee, ey. Ja, dann sehen wir uns beim neuen Patch, beim 16er wieder, wenn alles glatt läuft und die Installation klappt und auch keine Bugs großartig drin sind und so weiter und so fort. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, morgen wird es dann sowas sein. Ne? Also, gehabt euch wohl. Tschüss.
Thank you.